Die ARD hat eine neue Show erstellt, nämlich Die 100. Ist die AfD eigentlich ein Problem? Ich habe einen kurzen Ausschnitt dieser Show auf Twitter gesehen. Ich habe mir jetzt auch schon die ersten 5 Minuten gerade eben angesehen gehabt. Die waren nicht sonderlich ertragreich, deswegen nehme ich sie jetzt mal nicht in dieses Reaktionsvideo hier mit rein. Aber ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Bisher war die Sendung ziemlich, ziemlich anti-AfD. Also die Fragestellung war, ist die AfD eine Gefahr für die Demokratie oder ist die AfD ein Problem für die Demokratie? Und das finde ich dann doch schon sehr manipulativ, diese Fragestellung. Einfach da der Öffentlich-Rechtliche sowas über keine andere Partei machen würde. Also sowas müsste man doch dann genauso über die CDU oder genauso über die Grünen machen. Also sind die Grünen eine Gefahr für die Demokratie? Das wäre doch mal eine Fragestellung, die man dann auch stellen müsste, wenn der ÖRR halt seiner Verpflichtung zur Neutralität nachkommen würde, was er meiner Ansicht nach nicht tut. Aber schauen wir jetzt mal weiter, wie die Sendung weitergeht. Wie gesagt, die Wortmeldungen am Anfang, die waren relativ nichtssagend. Deswegen überspringen wir sie hier einfach. Menschen im Moment in Deutschland auf den Nägeln brennt, das ergeben aktuelle Untersuchungen, ist dieses hier. Und zwar das Thema Migration und Zuwanderung, ein Thema, was alle Parteien außer der AfD sehr lange mit sehr spitzen Fingern angefasst haben. Und jetzt, sagen ebenfalls die Umfragen, wollen 77% der Befragten eine Wende in der Migrationspolitik, wollen, dass weniger Menschen zu uns kommen. Aber wer ausspricht, dass solche Terroranschläge wie zum Beispiel in Solingen auch eine Folge von ungeregelter Zuwanderung sind, der ist in den letzten Jahren immer sofort in die rechte Ecke gestellt worden, wobei man gar nicht rechtsradikal. Ja, also ein Teil der Teilnehmer sind wohl nachweislich von Castingagenturen beziehungsweise sind nachweislich Schauspieler. Also das ist ein Hinweis, den ich, glaube ich, am Anfang auch noch mal geben sollte. Aber damit werden wir uns im Verlauf der Sendung vielleicht noch genauer beschäftigen. Wenn diese Leute sich zu Wort melden, dann steht ja der Beruf immer an der Seite. Das heißt, die Schauspieler, die kann man eigentlich relativ transparent erkennen. Das muss ich dazu sagen. Karl oder Skinhead sein muss, um zu sagen, weniger Zuwanderung fände ich besser. Das sagen auch ganz normale Menschen. Ich lebe seit 74 Jahren in Deutschland. Muss ich ehrlich sagen, Schluss. Die Grenzen, die müssen zu bleiben. Voll. Also Grenzen ist zu. Ist zu voll. Ist voll. Deutschland ist voll. Jetzt allgemein. Ja. Nicht jetzt Bulgarien, Rumänien, auch Türken. Ja. Komplett. Ja. Die müssen zumachen, die Grenzen. Ist zu voll. Naja, Bulgaren und Rumänen genießen, wie alle anderen Europäer, Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit. Keine Partei möchte weniger Bulgaren oder Rumänen hier haben. Das muss man auch dazu sagen. Dass die Meinung, die er da hatte, die war jetzt sogar radikaler als das, was alle Parteien einschließlich der AfD fordern. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, das hätte nicht ein türkischstämmiger Mann im Ruhrgebiet gesagt, sondern jemand... Wolltest du mit dem leicht erkennen die Schauspieler legitimieren, fragt gerade einer im Chat. Nee, ich finde diese ganze Aufmachung der Sendung sowieso schon seltsam. Ich will hier gar nichts legitimieren. Ich bin gespannt, wie diese Sendung wird. Also wie gesagt, die Wortbeiträge und die Aufmachung, das war schon... Leicht infantil zu Beginn, aber der Ausschnitt, den ich auf Twitter gesehen habe von unsozialer Marktwirtschaft, den fand ich noch schlimmer. Ich bin gespannt, ob wir da noch hinkommen, aber diese ganze Aufmachung, dieser ganze Stil, das gefällt mir ja alles nicht. Also jetzt von der inhaltlichen Ausrichtung brauchen wir gar nicht erst anfangen. Und in Sachsen oder in Thüringen. Die AfD möchte die Zuwanderung viel stärker begrenzen als alle anderen Parteien in Deutschland. Sie möchte auch weniger Menschen aus anderen Kulturen bei uns haben. Das sind zentrale politische Fragen, über die man in einer Demokratie doch streiten können muss. Gott, so, jetzt weiß ich, was mich in diesem Ausschnitt so gestört hat. Also diese Moderatorin, das ist doch... Also das ist ja wie aus Tagesschau in einfacher Sprache, diese Art zu sprechen. Also dieses langsame Betonen, das fand ich schon so furchtbar. Streiten können soll in dem Moment. Was machen wir? Wir grenzen aus. Und das machen wir jetzt auch. Licht aus. Sie hier im Dunkeln dürfen jetzt nicht mehr mitspielen. Ich bitte Sie, das Spielfeld zu verlassen. Einmal bitte alle im Dunkeln. Das Spielfeld verlassen. Sind die Spielregeln, die wir hier machen. Einmal bitte verlassen. Vertrauen Sie uns. Einmal bitte verlassen. Das ist Ausgrenzung.
sagt der Mann. Und ich frage Sie, liebe 100, ist die AfD eigentlich ein Problem für unsere Demokratie oder sowas hier? Ja, greifen wir die Frage doch gleich mal auf. Das ist, wie gesagt, infantile Aufmachung, aber das ist doch eine gute Frage. Das ist doch eine gute Frage. Wenn man ein Drittel der Wähler, also in Ostdeutschland zumindest ein Drittel der Wähler, in Thüringen beispielsweise, ausgrenzt, was hat das noch mit Demokratie zu tun? Sie sind jetzt quasi des Feldes verwiesen worden. Seit Corona sind alle bekloppt geworden, Kindergarten. Ah nee, das ist schon eine Entwicklung, die war schon länger sind. Ist das 1, 2 oder 3 für Erwachsene? 1, 2 oder 3 war nicht so infantil. Also das war nicht so schlimm, 1, 2 oder 3. Das habe ich früher geguckt. Wie hat sich das angefühlt für Sie? Komisch. Ja, ne? Ziemlich doof eigentlich. Ja, ich glaube, ähnlich geht es vielen Wählerinnen und Wählern der AfD, die sagen, Moment, meine Stimme da und die wird jetzt quasi ignoriert. Ja, das finde ich echt ein Problem, ja. 30% darf man einfach nicht ignorieren. Hm. Die darf man nicht wegstreichen, wegdiskutieren. Die gibt's, sind da und mit denen muss man, wie ich vorher schon gesagt habe, im Einspieler ins Gespräch kommen. Ist jemand von Ihnen, wenn ich mal fragen darf, Anhänger vielleicht auch der AfD, dem das so im Alltag auch mal so gegangen ist? Nee, Sie schütteln den Kopf, Sie sind kein Anhänger. Aber, ich bin kein Anhänger der AfD, aber ich sage auch, die Brandmauer fördert einfach nur die AfD. Man muss mit denen umgehen können. Mhm. Es ist also, ich bin mir sicher, wenn die Brandmauer, und deutet ja vieles darauf hin, noch höher gezogen wird, dann versammeln die sich irgendwann bei 50% und dann haben wir ein Problem. Mhm. Man muss mit denen auch spielen können. Spielen, es geht ja um ernste Sache auch. Und auch entzaubern können. Denn da ist so viel Schwachsinn in deren Programm und viele wissen gar nicht, was sie sich damit antun, die AfD zu wählen. Okay, ganz kurze Frage hier noch. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Ich war total überrumpelt, dass ich plötzlich ausgeschlossen wurde und ich dachte, ich habe gar nichts falsch gemacht. Plötzlich muss ich raus. Sie müssen aber nicht wirklich raus, denn das war nur quasi eine Demonstration, wie sich das anfühlen kann. Deswegen kommen Sie gerne bitte wieder zurück auf die Spielfläche. Das war natürlich kein Ausschluss für den Rest der Sendung von Ihnen, aber vielen Dank, dass Sie das mitgemacht haben und sich quasi hinter die Kulissen begeben haben. Und lieber 100, jetzt möchte ich von Ihnen allen wissen, insgesamt, wie Sie sich zu diesem ersten Argument verhalten. Und zwar nur zu diesem Argument und nicht zu unserer Eingangsfragestellung. Also, es ist ein Problem, 30% der Wählerinnen und Wähler zu ignorieren. Da oben steht es auch nochmal. Und je mehr Sie das so sehen, desto weiter stellen Sie sich jetzt auf dieser Skala. Bis dorthin, Richtung Anna, oder wenn Sie sagen, nee, das ist eigentlich kein Problem, dann in den Minusbereich auf dieser Seite oder eben dazwischen. Also, vielen Dank und machen Sie Ihre Wahl jetzt. Und da ist einiges in Bewegung gekommen bei unseren 100 hier auf der Fläche. So, da bin ich mal gespannt, wie das dann in amtlichen Zahlen aussieht. Da ist Bewegung reingekommen. 50%, etwa die Hälfte also von Ihnen sagt, ja, das ist schon problematisch, wenn man da einfach sagt, diese 30% der Wählerinnen und Wähler beispielsweise in Thüringen sollte man nicht ignorieren. Und deswegen ist das Ihre Entscheidung. Und hier auf der anderen Seite sehen wir eben die andere Seite. 42% von Ihnen und dann ein paar Stimmen haben wir eben auch dazwischen. Dann schaue ich mal auf der Seite von denen, die hier darüber gegangen sind, die gesagt haben, nö, das ist eigentlich gar nicht so ein Problem. Sie haben sich hier hingestellt. Darf ich Sie fragen? Ja, aber Sie haben doch gesehen. Was haben Sie gedacht, als da eben plötzlich ein guter Teil hier der ganzen 100 einfach hinter die Kulisse gesteckt wurde? Das ist ein demokratischer Gedanke dahinter, dass man diskutieren muss. Aber ich sag mal, mit einem Herrn Höcke und Konsorten kann man nicht diskutieren. Mhm. Punkt. Die treffen Aussagen über migrationshintergründige Menschen. Da werden Gespräche geführt. Mit rechtspopulistischen, rechtsaktiven Parteien funktioniert nicht. Also AfD ist für mich unwählbar. Punkt. Deswegen haben Sie sich hier auch ganz auf die -3 gestellt. Ja, das ist Ihr gutes Recht. Ganz so weit raus sind Sie beispielsweise nicht gegangen. Warum haben Sie sich hier positioniert? Ja, weil ich denke, dass... Er hat ja gerade gesagt, mit dem Höcke kann man nicht reden. Ja, wenn ich mit ihm reden soll, was soll man dann machen? Wenn er jetzt in Thüringen Sperrminorität im Parlament hat und Besetzung von Richterposten beispielsweise blockieren kann. Was soll man dann in Thüringen machen? Soll man dann nicht mit der AfD reden oder soll man dann die Gesetze so ändern, dass man ohne die AfD einfach weiter durchregieren kann? Das hätte ich jetzt gerne gewusst. Dass man sicherlich diskutieren sollte, das ist okay, aber ich sehe es genau wie mein Vorredner. Es ist eigentlich nicht wählbar bei dem Programm. Und wenn ich dann solche Dinge höre, unser Volk oder
Passbürger oder solche Sachen, also dann zieht sich bei mir die Krawatte zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Sie haben sich relativ an der Mitte noch orientiert. Weil ich sage, dass da sicherlich wir dabei sind, die, mit denen man diskutieren kann, die vielleicht auch das Programm von denen, ob die wirklich alles verstanden haben, das wage ich manchmal zu bezweifeln dabei. Aber letztendlich sage ich also wählbar auf keinen Fall. Dann frage ich hier noch ein letztes Mal, nickende Zustimmung, aber doch eher hier auf der Seite stehend, ja, es ist ein Problem. Ja, man muss 30% der Wähler ernst nehmen, klar. Andererseits sollte man nicht auch sofort dann eben dem ja klein beigeben. Alles klar. Vielen Dank für Ihre Position und dass Sie sich hier auch so entschieden haben. Und damit würde ich sagen, ist es Zeit. Ich mag dieses ganze Konzept der Sendung nicht. Also so kurze Wortmeldungen, die machen ja nichts. Also man erfährt einfach eine Meinung, ohne deren Begründung zu kennen. Zeit, dass jetzt Tobias für die andere Seite die erste Runde bestreitet. Bitte schön. Vielen Dank, Ingo, und schönen guten Abend, liebe 100. Ich habe mich damit beschäftigt, welche Argumente dafür sprechen, dass die AfD eine Gefahr für unsere Demokratie ist. Und mein erstes Argument lautet, die AfD ist rassistisch. What? Also ein Argument, was dagegen spricht, dass die AfD eine Gefahr für die Demokratie ist, ist, dass sie bei der Migrationsfrage schlichtweg die Meinung der Mehrheit vertritt. Und dass man... Also das ist halt grundsätzlich schlecht für eine Demokratie ist, wenn man Leute ausgrenzt. Also wenn man, dass man den Leuten sagt, ihr gehört nicht zur Demokratie, wir sind die Mehrheit und wir entscheiden das jetzt. Das waren jetzt die zwei Argumente, die für die AfD sprechen. Rassistisch, sie wertet Menschen ab und sie grenzt Menschen aus. Also könnte man sich vielleicht mal inhaltlich mit dem AfD-Programm auseinandersetzen oder schauen, inwieweit das... Also, okay, das erste Argument mit der Migration, das verstehe ich ja noch, aber das zweite Argument, das ist ja ein rein taktisches. Also das, ja, diese ganze Aufmachung, das hätte man viel schneller abhandeln können auch. Ich meine, die Argumente sind ja schnell ausgetauscht. Also da finde ich dieses Format Unbubble 13 Fragen viel besser als das hier. Auch wenn ich das auch nicht mag. Also nicht, weil ich das Format grundsätzlich schlecht finde, aber weil die Moderation immer sehr einseitig ist und die Gästeauswahl immer sehr einseitig ist. Und das hört sich dann zum Beispiel so an. Unser vorhandener Wohnraum ist zuerst für Einheimische da. Die jungen Männer gehören zurück in ihre Heimat. Ende der Durchsage. Wir müssen den Austausch unserer Bevölkerung beenden. Es gehört mehr dazu, Deutscher zu sein, als einfach nur eine Staatsbürgerurkunde in der Hand zu haben. Solche Menschen müssen wir selbstverständlich entsorgen. Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt. Dann wird ausgemistet. Könnte ich bitte den Kontext haben? Also das waren jetzt alles nur so ein paar sekündige Schnipsel, die in wahrscheinlich stundenlangen Reden gefallen sind. Also ich hätte gerne gewusst, worauf sich diese Aussagen dann beziehen. Ja, ich glaube, es ist schwer dagegen zu argumentieren, dass in diesen paar Sätzen schon eine ganze Menge Abwertung, Ablehnung, auch Hass drinsteckt. Und wenn es einen Terroranschlag gibt, wie zuletzt in Solingen, dann ist für die AfD nicht ein Islamist schuld, sondern dann werden alle Musliminnen und Muslime unter Generalverdacht gestellt. In meinem Leben bedeutet das Freunde, Kolleginnen und Nachbarn. Und es bedeutet sicherlich auch, dass einige von ihnen mitgemeint sind. In Deutschland leben zwischen 5 und 6 Millionen Menschen muslimischen Glaubens. Und ich glaube einfach, dass solche Verallgemeinerungen eine Gefahr für unsere Gesellschaft sind. Ich habe aber noch was anderes gefunden. In Brandenburg, da ist nächsten Sonntag Wahlkampf, da hat die Junge Alternative, also die Jugendorganisation der AfD, ein Handyspiel entwickelt. Das sieht so aus. Und da finden sich einfach verschiedene Symbole, Dinge, die die AfD ablehnt. Da haben wir Regenbogenflagge, das steht wahrscheinlich für queere Menschen. Das da soll ein Lastenfahrrad sein, steht also für Ökologie, ökologische Menschen. Sie sehen da auch schwarze Menschen. Und das Ziel des Spiels ist es, mindestens 3 von diesen Symbolen in eine Reihe zu kriegen. Dann verschwinden die und man sammelt Punkte. Und dazu gibt es dann noch einen passenden Belohnungssound. Ich weiß nicht, ob Sie das gerade gut gehört haben, der Belohnungssound, wenn man 3 schwarze Menschen entfernt. Also das Level an Infertilität passt exakt zu dem der Sendung. Entfernt ist abschieben. Dieses Spiel ist einfach menschenverachtend. Aber viele in der AfD, die scheinen das ja... Das ist kindisch, würde ich sagen. Also, es ist vollkommen albern, aber ja,
menschenverachtend, dass man jetzt drei Symbole, die AfD nicht mag, in eine Reihe bringen soll und dann so einen Sound ertönt. Also das finde ich da doch ein zu großes Wort. Tatsächlich ernst zu meinen und wollen wirklich... Ich wurde gerade im Chat geschrieben, ja, das Spiel ist frech. Das wurde bestimmt entwickelt, damit die sich im Öffentlich-Rechtlichen darüber aufregen. Damit das hier groß thematisiert wird und die deswegen dadurch Werbung dafür machen. Also das war bestimmt eine gezielte Provokation. Hunderttausende, vielleicht Millionen Menschen aus unserem Land entfernen. Ich rede von dem Geheimtreffen Ende letzten Jahres in Potsdam. Sie haben das sicherlich alle mitbekommen, wo Rechtsextreme und auch Vertreter der AfD sich getroffen haben und über Remigration gesprochen haben. Rechtsextreme Vertreter aus der CDU übrigens. Also da waren ähnlich viele CDUler wie AfDler bei diesem Geheimtreffen. Haben. Ja, Felix schreibt es gerade schon im Chat. Geheimtreffen. Das war einfach nur ein Treffen, wo ein Vortrag von Martin Sellner vorgestellt wurde und Korrektiv hat das zur zweiten Wannsee-Konferenz hochgejazzt, was wirklich eine üble NS-Verharmlosung dargestellt hat. Also wer das damals nicht mitbekommen hat. Korrektiv übrigens teilweise finanziert von der Bundesregierung. Also Propagandaportal der Bundesregierung und reicher Oligarchen, das gerade auch gegen das BSW hetzt. Also nicht nur gegen die AfD, das hetzt auch natürlich noch gegen andere Oppositionelle. Und da wisst ihr ja, das einzuordnen habt, diese Geschichte, die er hier gerade erzählt. Und es gab daraufhin Protest in ganz Deutschland. Der AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer hat das hier getwittert. Wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen, millionenfach. Das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. Aber die AfD geht noch weiter. Es geht ihr nicht nur um Ausländer, sie unterteilt auch Deutsche in verschiedene Klassen. Hören Sie sich mal kurz an, was Björn Höcke letzten Winter auf dem Dresdner Schlossplatz gesagt hat. In dem Ausschnitt, den ich Ihnen gleich zeige, da redet er über das deutsche Volk und wer dazugehört. Schaut euch ins Gesicht. Sprecht miteinander. Hört euch zu. Nehmt euch wahr. Begegnet euch und glaubt mir, wenn es hart auf hart kommt, dann werden wir uns erkennen. Dann werden wir uns finden. Dann sind wir das, was wir immer waren, treu und deutsch und eine Gemeinschaft, die die Zukunft erkämpfen wird. Was ich jetzt... Aus diesem allgemeinen Palaver will er jetzt was machen? Der heißt Bernd. Der heißt Bernd. Hör schon Protest aus dem Chat. Ja, ganz ehrlich, ihr habt das Zitat gerade gehört. Ich spiele es jetzt nicht nochmal ab, weil es ziemlich langweilig war. Was will er denn jetzt daraus machen? Also, das war doch gerade nur so ein pathetisches, schaut euch an, wir sind eine Gemeinschaft, wir halten zusammen. Also, was war daran jetzt so drohlich? Was ich mit Ihnen vorhabe, ist sehr unangenehm, aber ich würde Sie bitten, Björn Höcke mal ganz kurz beim Wort zu nehmen. Schauen Sie sich bitte wirklich mal um untereinander. Sehen Sie sich jetzt mal, ich meine es ernst, sehen Sie sich mal bitte ins Gesicht. Machen Sie das mal. Hat er gesagt, schauen Sie sich ins Gesicht. Und dann gucken Sie mal, ob Sie gerade erkennen untereinander, wer dazugehört und wer nicht. Wer treu und deutsch ist und wer nicht. Ja, das hier ist keine politische Gemeinschaft. Das hier ist ein zusammengewürfelter Haufen an 100 Leuten, die bei einer infantilen ARD-Show mitmachen sollen. Also das hier ist nicht ein Haufen von Leuten, die grundsätzlich das Gleiche wollen. Also wenn die nicht alle gecastet sind, aber das war ja nur ein kleiner Anteil, bei dem das nachgewiesen war. Das ist Rassismus. Das ist Ausgrenzung. Und das ist... Bin ich jetzt so blöd oder... Sind die vollkommen paranoid? Wo war da jetzt Rassismus drin? Weil er das Wort Deutsch verwendet hat? Keine Frage, natürlich ist das ein Problem für die Demokratie. So, Chat oder Kommentare auf YouTube, bitte erklärt mir, wo gerade das Problem war. Ich verstehe es nicht. Liebe 100, jetzt sind Sie wieder gefragt. Bitte stimmen Sie zu diesem Argument ab. Die AfD ist rassistisch und ausgrenzend. Wenn Sie das so sehen, dann verteilen Sie sich hier auf der Plusseite Richtung Tobi. Wenn Sie das nicht so sehen oder differenziert sehen in die andere Richtung, dann in den Kategorien bis -3 auf der anderen. Einer schreibt gerade, weil bei der Veranstaltung wahrscheinlich nur Weiße waren.
Ja, aber dann ist es ja trotzdem eine reine Unterstellung, dass ich, also selbst wenn das so gewesen sein sollte, keine Ahnung. Aber selbst wenn das so gewesen sein sollte, dann ist das ja eine reine Unterstellung, dass sich das auf das Weißsein bezog. Anderen Seite, bitte sehr. Okay, ich glaube, das ist ein sehr eindeutiges. Also jetzt wurden uns einige Ausschnitte aus Politikerreden gezeigt und daraus wird gemacht, die Gesamtpartei AfD ist rassistisch und ausgrenzend. Man hat uns hier nicht mal was von Parteivorsitzenden gezeigt, sondern gerade was von solchen Leuten wie Björn Höcke, über den in den Medien ja schon sehr viel in diese Richtung berichtet wird. Also das ist doch sehr interessant. Ja, ich kann mir schwer vorstellen, dass dieses Publikum hier zufällig ausgewählt wurde, wie gesagt. Das Bild, und ich glaube, das Argument scheint ziemlich gezogen zu haben, aber wir schauen es uns auch nochmal in Zahlen an. So, und das ist nicht nur optisch eindeutig, sondern auch in den Zahlen. 96% von Ihnen haben gesagt, ja, das ist wirklich ein Problem. Und drei, bei denen fange ich gleich mal an hier, haben sich aber hier auf diese Seite gestellt. Darf ich mal fragen, wenn Sie solche Aussagen hören wie, wir müssen solche Menschen selbstverständlich entsorgen, ist das nicht problematisch aus Ihrer Sicht? Darf ich nehmen, oder? Nee, ich halte schon. Also solche Aussagen gehen natürlich nicht. Und das finde ich ist auch ein, also sollte auch geahndet werden natürlich. Also solche Rhetorik ist vollkommen daneben. Aber meiner Meinung nach findet man solche Rhetorik bei jeder Partei. Und das ist zum Beispiel, wenn bei einem Parteitag ein Rieksinger sagt, auf die Frage hin, was da mit den Reichen passiert und aus dem Publikum geschrien kommt, erschießen und er sagt, nein, wir erschießen die nicht, wir werden denen dann noch die sinnvolle Arbeit zukommen lassen. Oder ein Sebastian Striegel von den Grünen, der dann sagt, man bräuchte Einwanderung bis zum Volkstod. Also sowas sind halt genau solche Entgleisungen. Und also ich glaube, die findet man überall und ist halt, worauf man den Fokus legt. Okay, das ist Ihre Position. Darf ich Sie mal fragen, wenn Landesverbände der AfD als gesichert rechtsextremistisch gelten, das spielt bei Ihnen keine Rolle? Für mich sind die nicht gesichert rechtsextremistisch. Also man muss sagen, er ist gut vorbereitet. Das ist gut vorbereitet. Ja, und bei Rieksinger, ich kenne den Ausschnitt tatsächlich, das war ein offensichtlicher Witz von Rieksinger. Also ich würde mich jetzt gar nicht so an einzelnen Aussagen aufhängen. Das habe ich ja gerade bei AfD-Politikern kritisiert, dass die da Aussagen einfach aus dem Kontext gerissen haben und man gar nicht weiß, worauf sich diese Aussagen beziehen. Extremistisch. Ich meine, wenn ich jemanden, wie war eben das Wort, entsorge, das geht natürlich nicht, ja. Mhm. Und ich meine, ich habe in den 70er Jahren schon gesagt, als die Gastarbeiter hier kamen, jeder Mensch soll da wohnen, leben, arbeiten, wo er möchte. Und mir ist es auch völlig egal, ob jemand schwarz, braun, gelb oder grün kariert ist. Ich bin nicht rassistisch und mir ist es auch egal, ob jemand Muslim ist oder Christ. Dass ich Flüchtlingen oder in Not stehenden Menschen helfen muss, ist keine Frage der Religion, das ist selbstverständlich. Und trotzdem stellen Sie sich hier auf die Gegenseite. Wogegen ich mich wehre, dass wir überrannt werden von Ausländern, die hier nicht hingehören, die Sozialschmarotzer sind, die nicht arbeiten, die nicht Deutsch lernen. Meine Frau war Lehrerin, die hat in der Schule zu hören bekommen, ich muss kein Deutsch lernen. Denn Deutschland gehört uns bald. Dagegen wehre ich mich. Mhm. Aber dass solche Aussagen eben auch ausgrenzend wirken, das hat Sie nicht überzeugt als Argument und rassistisch rüberkommen? Das hat mich schon bewegt, eben diese Rede. Trotzdem stehen Sie hier auf der Seite. Trotzdem stehe ich hier, weil ich denke, es ist nicht in Ordnung. Er lässt sich nicht emotional erpressen durch aus dem Kontext gerissene Zitate. Also macht ihn erstmal sympathischer als den ganzen Rest, der jetzt die Seite gewechselt hat. Wenn eine demokratisch gewählte Partei von den anderen Parteien und von der Kirche ausgegrenzt ist, das ist auch rassistisch. Alles klar. Vielen Dank. Dann gehen wir nochmal auf diese Seite, wo die ziemliche Mehrheit ist. Da vorne haben sich noch nicht mal hier in der Mitte viele positioniert, sondern sehr deutlich auf der anderen Seite. Warum sind Sie bis hier rausgegangen? Wir haben das große Gut der Demokratie, eines der größten Güter, die wir haben. Und ich finde, die AfD an sich, die Partei, die ist nicht das Problem. Das Problem ist, sind die Leute, die sie wählen. Wir müssen auf die Leute zugehen, die AfD wählen und müssen versuchen, die zurückzuholen. Die können ja Protest wählen. Ich bin auch nicht zufrieden, was die Bundesregierung gerade macht. Aber dann wählt doch die Tierschutzpartei oder die Grauen Panther. Die tun keinem was. Das ist ja auch eine geile Argumentation.
Ja, ihr dürft ja was anderes wählen, als die Bundesregierung dann wählt, aber bitte nichts, was reale Konsequenzen für die Zusammensetzung des Parlaments haben könnte. Wählt doch irgendeine Kleinstpartei, die sowieso nicht ins Parlament einzieht. Aber die AfD, also wenn man... Wählt doch ungültig, dann stört ihr auch keinen. Wählt bitte so, dass das auch ja keine Auswirkungen hat. Dann dürft ihr auch anders wählen. Anschaut, im Leben nicht. Im Leben nicht. Hier ist auch ein ziemlich deutliches Bild. Darf ich Sie fragen? Sie nicken zustimmend. Ja, ich bin einfach entsetzt darüber, was ich gerade gehört habe. Diese Beiträge, jeder Beitrag war einfach nur ganz schrecklich. Und Menschen zu entsorgen, diese Aussage, geht gar nicht. Und man muss sich mal vorstellen, wenn die Menschen zurückgeführt werden sollen in ihre Länder, wie soll denn Deutschland noch existieren? Ich komme aus dem Pflegebereich, die Krankenhäuser würden zusammenbrechen, es gibt kein Pflegepersonal mehr, die Ärzte, viele Ärzte sind ausländischer Herkunft. Wie soll das funktionieren? Es gibt in Deutschland 300.000 bis 600.000 Vollzeitpflegekräfte, beziehungsweise umgerechnet Vollzeitstellen an Pflegekräften, wie wir zusätzlich im Pflegesektor haben könnten, wenn die Arbeitsbedingungen besser wären und wenn die Löhne höher wären. Das ist die Zahl an Pflegekräften, also das ist jetzt die umgerechnete Zahl an Vollzeitstellen, die wir zusätzlich haben könnten, wenn die Pflegekräfte, die schon mal als Pflegekräfte gearbeitet haben, zurückkehren würden in ihrem Beruf, die dazu bereit sind, und die Pflegekräfte, die gerade in Teilzeit arbeiten und bereit wären, mehr arbeiten würden. Also das Pflegeproblem, das wäre morgen früh gelöst durch bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Da brauchen wir keine irgendwie Zuwanderung von sonst woher. Zumal der deutsche Arbeitsmarkt ja sowieso, zumal deutsche Unternehmen ja sowieso Zugriff auf den gesamten Arbeitsmarkt im europäischen Binnenmarkt haben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir sich nur in Deutschland umschauen dürfen. Wir haben ja schon Arbeitnehmerfreizügigkeit. Wir haben damit ein sehr liberales Zuwanderungsrecht durch diese Arbeitnehmerfreizügigkeit. Also da jetzt zu erzählen, dass wir noch viel mehr Zuwanderung von noch weiter weg brauchen, das ist doch dann ja eine sehr komische Erzählung. Also die AfD kann man einfach nicht wählen. Das ist offensichtlich ein Argument, das sehr viele überzeugt hat. Mal sehen, wie die kommenden Argumente sie bewegen, buchstäblich. Und soweit die erste Runde. Wir machen gleich weiter. Zunächst an dieser Stelle aber noch ein sehr wichtiger Hinweis. Wer von Anna oder Tobi hier für... Man merkt, wie glücklich... Also, obwohl, jetzt ist er nicht mehr eingeblendet. Welche Position... Man merkt, wie glücklich Tobi ist. Er hat es erfolgreich geschafft, die Leute emotional zu manipulieren. Also es ist mir kein sachliches Argument, was die AfD denn so Schlimmes fordern solle. Zuerst so ein paar Behauptungen, ja, die ist rassistisch und ausgrenzend, dann ein paar Zitate, die das nicht richtig belegt haben, muss man so sagen. Das waren sehr kurze Zitate aus dem Kontext gerissen und das bei Höcke zum Schluss hat das auch nicht belegt. Und jetzt hat er die Leute aber dadurch, dass das halt eine ziemlich radikale Rhetorik war, was du halt bei jeder Partei so machen kannst, wird ja auch bei Sarah Wagenknecht immer so gemacht. Da werden dann bestimmte Ausschnitte aus den Reden zusammengeschnitten und dann wird gezeigt, guck mal, was für eine radikale Populistin das ist. Da wird dann aus einer halbstündigen Rede einfach die 3 Sekunden genommen, die am härtesten gegen die Grünen schießen. Also das ist dann das Vorgehen. Das kann man mit jeder Oppositionspartei so machen. Und argumentiert und recherchiert hat, das liegt nicht an der persönlichen politischen Haltung der beiden, sondern, und das gehört ausdrücklich zum Prinzip von Die 100, wir haben das vorher ausgelost. Welche Argumente... Es gibt kaum einen Journalisten bei den Öffentlich-Rechtlichen, der BSW oder AfD gut finden würde. Es gibt einen sehr hohen Anteil an Journalisten, die halt die Altparteien gut finden. Das ist einfach so. Das ist, weil die Öffentlich-Rechtlichen eben nicht neutral sein, wie sie es sein sollten, sondern weil die Rundfunkräte in der Hand eben dieser alten Parteien sind, vor allem SPD und CDU. Wer für welche Seite welche sammelt und dann hier präsentiert. Und so hat das vor ein paar Wochen ausgesehen. Liebe Anna, lieber Tobi, das sind die beiden Umschläge mit den Positionen. Ihr seht, da ist auch nichts drauf. Und jetzt will ich wissen, Tobi, fang du an. Welchen Umschlag wählst du? Ich nehme den in deiner rechten Hand. In meiner rechten, also diesen hier. Richtig. Okay. Dann schauen wir mal. Ich bin so gespannt. Ich habe das Gefühl, ich werde jedes Mal noch gespannter. Also, ist wie bei einer Oscar-Verleihung, ne? Ja. So, mindestens in diesem Umschlag... Tobi, hast du gewählt, ja, die AfD ist ein Problem. Okay. Und entsprechend, Anna, sammelst du dann die Argumente für... Für die AfD ist ja kein Problem. Nein, die AfD ist kein Problem. So haben wir also Tobias und Anna in die Recherche geschickt und damit kommen wir zur nächsten Runde, zur zweiten Runde. Anna, bitte sehr. Ja, und das zweite Argument, das ich gefunden habe... Was bin ich sehend? Ja, ich weiß es auch nicht. Also...
lautet: Der Staat und die Gesellschaft sind stabil genug und halten die AfD aus. Okay. Ich hatte mich schon bei dem ersten Argument gewundert, ja, wenn wir die alle ausgrenzen, ist das denn so demokratisch? Das hatte schon was von einem taktischen Argument. Das hier ist jetzt ein 100%ig taktisches Argument. Wir sind zwar gegen die AfD, aber wir haben unsere Hegemonie hier so stark verankert, dass die AfD daran auch nichts ändern wird. Also quasi, wir melonisieren die erfolgreich oder wir halten die erfolgreich klein, selbst wenn wir die jetzt nicht ausgrenzen. Das ist dann jetzt das Argument. Also es ist ein rein taktisches Argument. Vielleicht haben Sie Anfang des Jahres auch auf den Anti-AfD-Demonstrationen diese Plakate gesehen. AfD wählen ist so 1933. Denkt man auch. Warte, ist sie nicht die Seite, die eigentlich Argumente für die AfD bringen soll, warum die AfD eben kein Problem für die Demokratie ist? Ein flotter Spruch ist mal eben schnell geschrieben: Nazi-Vergleich AfD. Es stimmt einfach nicht, denn wir leben im Jahr 2024 und auch wenn die AfD eine Nazi-Partei wäre, wie NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst sie immer nennt, dann ist unsere Gesellschaft im Jahr 2024 eine komplett andere. Und das Ganze demonstrieren wir mal hier zusammen. Kommen Sie mal her, ich brauche ein bisschen Hilfe. Wir bauen nämlich da mal was auf. Sie erinnern sich bestimmt noch an dieses Spielsteinprinzip. Unsere Gesellschaft ist aufgebaut auf einem Grundgesetz. Nehmen Sie das mal mit, da hinten kriegen Sie, einmal durchreichen bitte alle, da hinten kriegen Sie Hilfe, wie wir es aufbauen, einmal anfassen. Und zwar dieses Grundgesetz, ganz Alter. Wichtig, ist ja auf Basis und Erfahrung. War die mal Kika-Moderatorin? Also, ganz ehrlich, oder Kindergärtnerin, irgendwas in die Richtung? Der Nazi-Diktatur erschaffen worden. Das Ganze ist so ins Leben gerufen worden, damit sowas in Deutschland nie wieder passieren kann. Und da also ich fühle mich von ihr echt angesprochen, als wäre ich wieder 5 Jahre alt. Das kann doch nicht sein. Wie schafft die das die ganze Zeit? Damit sind wir in einer ganz anderen... Der Typ ist tatsächlich von Kika, ja, aber der hat eine ordentliche Demagogie. Also der hat die Menschen emotional erpresst. Also das wäre bei Kindern ja noch... Also das wäre bei Kindern ja noch schlimmer, das da so zu machen, aber sie redet ja wirklich mit den Erwachsenen hier, als wären das Kinder. Also merkt ihr das nicht? Die Betonung, die langsame Aussprache der Sätze, das genaue Erklären von einfachsten Sachen. Okay, die Gestik, kann man sagen, vielleicht hat sie einfach eine übertriebene Gestik, aber trotzdem, also dieses ganze Gesamtbild. Verfassung wortwörtlich als 1933. Dementsprechend auch. Hier geht's weiter mit. Einmal anfassen, bitte. Es gab 1933 ein Reichsgericht. Das ist jetzt nicht anders. Der Unterschied zwischen der Bundesrepublik und der Weimarer Republik ist nicht, dass wir eine so viel bessere Verfassung hätten. Die NATO! Das weiterleiten. Das Bundesverfassungsgericht, das schützt die Verfassung und kann im Zweifel auch Parteien, die gefährlich werden können, verbieten. Dann haben wir ein... Ja, okay, das gab es in der Weimarer Republik nicht, obwohl Parteiverbot ja ins DAP war ja zeitweilig verboten, aber in der Form, wie das jetzt in der Bundesrepublik organisiert ist, okay. Ein Föderalismus, da wird viel drüber geschimpft, aber es heißt, dass wir starke Länder haben. Den gab es in der Weimarer Republik auch. Hat man dann durch Dinge wie den Preußenschlag... empfindlich beschädigt. Also das sind jetzt nicht mal gute Argumente. Und die Macht kann nicht mehr wie früher konzentriert werden auf eine Partei oder eine starke Person. Und dann, wir sind Teil der EU, nicht ganz unwesentlich. Die NATO, Deutschland ist... Das ist ja auch geil. Wir sind jetzt Mitglied internationaler Organisationen, die über die deutsche Innenpolitik mitbestimmen können. Also wir haben unsere Souveränität aufgegeben. Was ist hier jetzt das Argument? Flochten mit ganz vielen anderen Partnern und kommt da so nicht rauf. Und wenn wir mal auf die Nachbarländer gucken, hier haben wir sie. In vielen unserer Nachbarländer, in Österreich, in Italien, Niederlanden, Polen, da hat es rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien gegeben. Die haben versucht, an so einem Fundament da hinten zu rütteln und die Demokratie. Und da war das ziemlich erfolgreich. Also in Italien wurde der Faschismus wesentlich früher als in Deutschland eingeführt. In Polen war auch so ein faschistisches oder kann sagen halbfaschistisches Regime an der Macht. In Österreich hat sich Herr Dollfuß an die Macht geputscht. Also was ist jetzt Ihr Argument?
Parteien, die stehen immer noch, oder die Parteien sind wie in Polen zum Beispiel wieder rausgewählt worden. Der nächste Klotz unserer neuen gesellschaftlichen Basis. Wenig Arbeitslose. 1933, in den 30er Jahren, da hatten wir Arbeitslosenzahlen schwindelerregend. Und wenn wir jetzt sagen, naja, unsere Wirtschaft läuft nicht so, wie sie soll, aber das ist doch nicht zu vergleichen mit heute. Genauso unser Lebensstandard. Wir haben in Deutschland einen ganz anderen Lebensstandard als damals. Und wir sind eine bunte Gesellschaft. Ein Viertel unserer Gesellschaft hat eine Zuwanderungsgeschichte. Und hier die zivile Gesellschaft, einmal bitte mit anfassen, so, besteht auch aus einer freien Presse. Zivil, wollte ich gerade sagen, Zivilgesellschaft heißt von Oligarchen und Regierungen hochfinanzierte NGOs und Altpapiermedien. Aus vielen. Das heißt Zivilgesellschaft. Trägern, die sich melden, wenn es knirscht und nicht so läuft, wie es laufen könnte in einer freien Demokratie. Und jetzt brauche ich ganz viele Hände, denn da hinten steht unser Haus, was stark genug ist, das ist so infantil. Für eine Demokratie. Das ist ja jetzt wirklich, gerade das mit NATO und EU, das ist so eine Propaganda. Keine Analyse, gar nichts. Einfach irgendwelche Begriffe aneinander gereiht, die wir jetzt bitte positiv assoziieren wollen. Positiv assoziieren sollen. Das ist ja wirklich unfassbar. Um die zu halten. Stimmt das? Das war der Ausschnitt, den ich bei Unsoziale Marktwirtschaft auf Twitter gesehen hatte. Das ist unglaublich. Und dann frage ich Sie, liebe 100, wie sehen Sie es? Man muss ja die AfD nicht mögen. Und wir rütteln mal dran. Es bleibt alles stehen. Das ist unsere gesellschaftliche Basis im Jahr 2024. Man muss die AfD nicht mögen. Man muss ihre Argumente nicht gut finden. Man kann auch sagen, es ist schrecklich, wie dort argumentiert wird. Aber ist das wirklich eine Gefahr für unsere Demokratie? Vielen Dank, Anna. Was für ein NPC muss man sein, da jetzt zu klatschen. Da müsste jetzt eigentlich ein Pfeifkonzert her. Also das ist unglaublich. 100 wieder gefragt. Das ist die Pro-Seite. Ja, das ist die Pro-Seite. Stimmen Sie ab zu diesem Argument. Der Staat und die Gesellschaft sind stabil und halten die AfD aus. Wenn Sie das glauben und sich überzeugt haben von diesem Argument, dann hier ist die Skala bis 3 im Plusbereich und hier auf der anderen Seite im Minusbereich. Bitte stimmen Sie jetzt ab. So haben Sie eingeloggt. Das ist ziemlich ausgewogen. 49% haben gesagt, na, ich glaube, das ist eher riskant. Das hält unsere Gesellschaft, unsere Demokratie nicht aus. Und 49 sind auf der Seite, ja, doch, wir sind stabil genug. Sie wollen noch auf die andere Seite. Ja, dann fragen wir nochmal. Sie haben sich hier in der Mitte positioniert bei 0, direkt am Haus, das da mit Annas Hilfe aufgebaut worden ist. Das heißt, Sie sind unsicher, sowohl in die andere als auch die andere Richtung. Das ist wohl wahr, ja. Ich meine, auf der einen Seite stimmt schon, es ist noch relativ gesichert, es ist stabil, aber mit zunehmender Popularität und noch mehr Stimmen. Ich weiß es nicht, vielleicht hätte ich mich auch in die Mitte gestellt und gesagt, was ist das hier für eine verdammte transatlantische Propagandashow? Also ich erst mal über die NATO gewettert, solange wer mir das Mikrofon hingehalten hätte. Und dann hätte das mir eh weggezogen. Also über die EU hätte ich dann nicht mehr schimpfen können, aber das hätte ich dann als nächstes machen wollen. Also das ist ja unglaublich. Wird es dann meines Erachtens doch irgendwann einmal gefährlich und dann fängt das Haus mal einfach an zu wackeln und zu bröckeln. Danke an SEPI-TV für das verschenkte Abonnement. Hier stehen viele, die sich Sorgen machen offenbar, sonst hätten sie sich nicht hier hingestellt. Nein, man weiß es ja nie, was jetzt noch passieren wird. Man hat es auch damals gesehen, 33, da waren sie auch eigentlich alle sicher. Und es ist dann doch irgendwann so, hat es die Partei geschafft, dann alles umzuschwenken. Aber wir haben ja gesehen in den Argumenten, die gezeigt wurden, wir leben in einer anderen Zeit. Da ist ja viel passiert seitdem. Da ist doch sehr viel demokratische auch Entwicklung passiert. Das schon. Kann man das so vergleichen? Ich wäre mir da nicht sicher. Mhm. Dennoch stehen Sie nicht ganz hier drüben. Hier sind quasi auf der 3 in dieser Richtung sind welche, die sagen, okay, also das ist mir zu unsicher oder warum? Es ist mir absolut zu unsicher, denn ich glaube, durch die ganzen Medien, TikTok, Instagram und dergleichen,
geht politische Bildung auch bei den jungen Menschen verloren. Sie beziehen ihre politische Bildung, politische Informationen über Kanäle, die nicht gesichert sind, meiner Ansicht nach nicht gesichert sind. Manche Wähler und Wählerinnen wollen... Stimmt, die informieren sich nicht mehr bei dieser so tollen ARD. Die lesen dann doch die falschen Sachen, folgen dem falschen Kanal auf YouTube oder TikTok. Stimmt, diese jungen Leute. Die müssen sich nicht mehr jede Propaganda verkaufen. Der Bundesregierung eins auswischen. Aber dieses Auswischen ist keine Petition, sondern dieses Auswischen dauert 5 Jahre. Und in diesen 5 Jahren kann ganz viel passieren. Deswegen stehen Sie hier auf diesem Punkt. Also, wir sehen, dieses Argument hat beide Seiten sehr bewegt in die eine oder andere Richtung. Und deswegen kommen wir jetzt... Jo, nochmal danke an Seppi. Zu weiteren Argumenten und ich bin gespannt, wie sich das dann hier entwickelt. Und jetzt, Tobi, bist du mit deiner zweiten Runde dran. Ich komme für das zweite Argument, das ich recherchiert habe, mal in Ihre Mitte. Ich habe nämlich was mitgebracht. Und zwar ist das dieser Koffer hier. Der Koffer steht für mein zweites Argument. Und das lautet, die AfD ist ein Problem, weil sie macht Menschen Angst. Meine Mama, mein Papa und meine Oma, Gott hab sie selig, haben die Shoah, den Holocaust, überlebt. So, mir machen die Grünen, die SPD und die FDP und die CDU mit ihrer Kriegstreiberei gerade Angst. Können wir die jetzt bitte auch verbieten? Wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich wird da auch niemand eingespielt werden, dem diese Parteien Angst machen. Crackack schreibt gerade, mir macht Christian Lindner Angst. Ja, mir auch. Also der sorgt ja maßgeblich dafür, dass gerade unsere Wirtschaft hier kaputt geht. Wir hatten nach dem Krieg immer einen Koffer, den ich erst als 10-Jährigen entdeckte. Und ich entdeckte in diesem Koffer neben vielem, wie dann Krügerrandmünzen rausfielen. Und ich fragte, was dieser Koffer soll, ein alter, verbrauchter Koffer. Und sie sagten, Michel, wenn wir gehen, er ist immer gepackt. Und wir werden mit diesem Koffer überleben, ein paar Monate. Ich fragte sie, warum sollen sie denn in einem gepackten Koffer in Deutschland leben? Und sie sagten, weil es nicht sicher ist, ob die alten Nazis und die neuen, die kommen werden, nicht wieder die Politik prägen werden. Die AfD ist eine Partei des Hasses. Ihr einziges Programm besteht darin, Menschen auseinanderzudriften, zu spalten, Menschengruppen zu beleidigen. Das macht Menschen Angst und zu Recht. Das macht Menschen Angst, die schwule Menschen sind, die jüdische Menschen sind, die schwarze Menschen sind. Die ungeimpft sind. Ach halt, das waren ja die etablierten Parteien, die gegen diese Leute gehetzt haben. Queere Menschen sind. Aber all das sind Menschen. Und wenn Menschen Angst haben, egal was davor steht, dann kann ich uns nur sagen, wir sollten alle Angst haben. Es wird beliebig, wen sie hassen. Ja, so queere Menschen wie Alice Weidel, die werden in der AfD wirklich mit Fackeln und von der AfD mit Fackeln und Mistgabeln aus Deutschland gejagt. Das ist Michel Friedmann, Publizist und Rechtsanwalt. Und nicht nur er fürchtet den Aufstieg der AfD. Ich habe in meinem persönlichen Bekanntenkreis Menschen, die haben ganz... Also wie gesagt, das finde ich an diesem Publikum am seltsamsten. Ich würde mir gerade übelst manipuliert vorkommen. Ich würde mir wirklich vorkommen wie jemand, der wirklich in eine Richtung geschoben werden soll mit der maximalen Emotionalisierung. Da müssen sich diese ganzen Leute, die doch da gerade stehen, eigentlich manipuliert vorkommen, egal auf welcher Seite sie stehen. Real Angst vor der AfD, weil sie nicht so leben, nicht so lieben, sich nicht so äußern, vielleicht nicht so aussehen, wie die Partei das vorsieht. Es gibt eine neue Studie des Deutschen Zentrums für Integration und Migrationsforschung und die besagt, dass jeder Fünfte überlegt, in ein anderes Bundesland wegzuziehen, falls die AfD im eigenen Bundesland in Regierungsverantwortung kommt. Bei Menschen mit Migrationshintergrund ist es sogar jeder Dritte. Und jeder Zehnte von ihnen hat konkrete Pläne, Deutschland in so einem Fall ganz zu verlassen. Hören wir noch einmal, was Michel Friedmann sagt. Ich bin froh, dass ich den Koffer habe. Er erinnert mich, dass ich gehen sollte. Vorzeitig, wenn es nötig ist.
Nötig wäre es aber nur, wenn die AfD weiter ihre Gewalt und ihr Gift in die Gesellschaft hineinstreut. Jeder in diesem Land hat ein Recht auf Respekt und Anerkennung. Und ich stelle hier eine demokratische Partei in Konstanz zur Nazi-Zeit und sagt, dass sie Gift und Gewalt in die Gesellschaft hereinstreut, ohne irgendwelche Belege, nur mit einer maximal emotionalen Ansprache. Ich erzähle jetzt, dass alle Rechte auf eine respektvolle Behandlung haben. Also das passt natürlich zusammen. Und wenn sie angegriffen werden, müssen wir reagieren. Sie können sich auf mich verlassen, wenn Sie angegriffen werden. Kann ich mich auf Sie verlassen? Gott, ist das widerlich. Es ist unfassbar. Danke an Seppi für das verschenkte Abonnement. Eine Partei, die so viel Angst verbreitet, dass Menschen wieder einen Notfallkoffer zu Hause haben, und das war mein zweites Argument, so eine Partei ist ein Problem für die Demokratie. Vielen Dank, Tobias. Und lieber 100, jetzt sind Sie wieder gefragt. Die Frage, das Argument lautet, die AfD ist ein Problem, weil sie Menschen Angst macht. Wenn Sie das überzeugt, dieses Argument, dann stellen Sie sich auf dieser Seite im Plusbereich auf die Felder. Wenn Sie sagen, das ist übertrieben, überzeugt mich nicht, dann eben hier im Minusbereich auf dieser Seite. Bitte jetzt. So sind Sie diesem Argument gefolgt. 83% haben gesagt, ja, das ist wirklich ein Problem, deswegen auf dieser Seite. Und 11% von Ihnen sagen, das ist es nicht. Fragen wir mal hier bei den Menschen an, die diesem Argument zustimmen, wenn ich mal hier kurz fragen darf. Was macht Ihnen da Angst? Ich werde Angst haben oder habe Angst, ausgerenzt zu werden für das, was ich bin. Und das finde ich schade, dass ich schwul bin, letzten Endes. Und das finde ich schade, dass man an manchen Stellen in Deutschland von vor allem manchen... Jetzt ganz ehrlich, wenn du Migrationshintergrund hast und da Angst hast, also kommt jetzt natürlich drauf an, welchen Migrationshintergrund, dann habe ich da auch ein gewisses Verständnis dafür. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, schwul bist oder so, da gibt es doch wirklich nicht mal irgendwelche Anzeichen innerhalb der AfD, dass sie solche Menschen diskriminieren wollte oder so. Also das ist ja wirklich reine medial fabrizierte Panikmache, die nichts mit der Realität zu tun hat. Personen und Politikern dahingehend ausgegrenzt wird. Und das, finde ich, sollte ich definitiv nicht sein. Darf ich mal hier fragen? Sie haben sich hier sehr überzeugen lassen von diesem Argument. Warum? Ja, weil ich denke, dass die Leute wie Michel Friedmann, der sehr intelligent ist und als sehr intelligent bekannt ist, sicherlich jetzt schon sehr genau überlegen, ob sie in Deutschland bleiben sollten, ob sie sich niederlassen sollten, ein Haus kaufen sollten oder ob sie nicht lieber abwarten, wie die Wahlergebnisse ausgefallen sind, jetzt in Sachsen und Thüringen, weil sie nämlich um ihre Zukunft fürchten. Darf ich mal fragen, gibt es hier auf dieser Seite Menschen, die sich das überlegen, vielleicht wegzugehen? Hier, hat eine Hand gehoben. Darf ich fragen, wo kommen Sie her? Ich komme aus Göttingen, aber ich bin in Kolumbien geboren und ich habe früher in Nordhausen gewohnt, in Thüringen. Und genau auf dem Grund von Angst bin ich nach Göttingen umgezogen. Sie haben zuvor in Thüringen gelebt und ist Ihnen da konkret was passiert? Einfach die Bürgermeisterkampf in 23 war so viel Hitze in der Stadt und man hat gespürt diese Ausländerfeindlichkeit. Und das war unzumutbar und deswegen bin ich umgezogen. Und jetzt macht mir Angst, nicht nur Thüringen zu verlassen, sondern Deutschland. Deswegen stehen Sie aber hier nicht ganz da drüben. Das heißt, so ganz hundertprozentig hat das Argument Sie nicht überzeugt. Also mich hätte jetzt konkret interessiert, was er mit Ausländerfeindlichkeit meint. Ihrer Geschichte? Genau. Ich kann mein Leben nicht aus Angst bestimmen lassen, so. Man wandert aus, weil man mutig ist und manchmal kommt die AfD und man kann nicht das Leben einfach wegen der AfD lassen. Vielen Dank für Ihre Aussage. Dann gehen wir mal nochmal hier auf die ganz andere Seite. Dieses Argument scheint Sie gar nicht überzeugt zu haben. Sie stehen fast außerhalb unseres Feldes hier. Ja. Warum nicht? Das sind doch schon starke Aussagen. Ja, weil ich meine, man muss keine Angst haben vor der AfD. Wir haben ja gerade gesehen, die Demokratie ist stark. Ich bin Demokrat und ich denke, man sollte kämpfen für die Demokratie und nicht flüchten. Sie haben also die Überzeugung, dass die wehrhafte Demokratie tatsächlich wehrhaft genug ist und dass
deswegen man sich da keine Sorgen machen müsste. Ja, ja, und ich denke, das Problem ist nicht die AfD, sondern das Problem sind Wähler, die aus Protest wählen und die schlecht informiert sind. Aber wir haben gerade gesehen bei den letzten Wahlen, dass es nicht nur eine reine Protestwahl ist, sondern da auch immer mehr Kompetenzwerte auch der AfD zugesprochen werden. Und wenn Menschen tatsächlich Angst haben, da kann man ja nicht sagen, ja, stell dich nicht so an. Ja, ist richtig. Ich kann nur für mich sprechen, nicht für die Menschen an sich. Aber ich bin der Meinung, man sollte kämpfen und man sollte politische Arbeit tatsächlich leisten. Wir haben noch ein Jahr Zeit und ich bin ziemlich davon überzeugt, dass die AfD nicht an die Regierung kommt. Vielen Dank für Ihre Position. Ganz herzlichen Dank an Sie, an die 100. Und jetzt würde ich sagen... Habt ihr gemerkt, wie lange ihm gerade das Mikro hingehalten wurde? Also ich habe das Gefühl, dass den Leuten, wo der Moderator merkt, okay, da kommen jetzt nur irgendwelche Allgemeinplätze oder da kommt jetzt auf jeden Fall nichts Substanzielles, dem wird das Mikro länger hingehalten als Leute, die wirklich gut vorbereitet sind und auf Zack antworten können. Und der Typ, der vorhin gleich zwei Beispiele von Grünen und Linkspartei zur Verfügung hatte, die eine ähnliche Rhetorik gefahren haben wie die AfD. Wie gesagt, wobei ich auch die Beispiele nicht sonderlich überzeugend fand, weil das wahrscheinlich offensichtlich nicht ernst gemeint war. Ähnlich wie ich die Beispiele bei der AfD ja auch nicht überzeugend fand. Aber ja, ich glaube, solchen Leuten wird dann eher das Mikrofon weggezogen. Ist Anna wieder dran mit der dritten und letzten Argumentationsreihe für die Haltung, die AfD ist eigentlich das Ding kein... Ist, ich bin auch skeptisch, weil ich das ja vom ARD-Mixtalk ähnlich kenne. Da werden diese ganzen Walken-Streamer hier auf Twitch quasi durchgereicht und dürfen da unablässig ihre Propaganda verbreiten. Aber jemand, der mal kritischer ist, wie ich oder wie Dominik Reichert, der kommt da zwar rein, aber der wird dann bei der erstbesten Gelegenheit wieder verabschiedet oder wie Dominik Reichert halt direkt rausgeschmissen. Wenn klar wird, dass der wirklich zu doll vom Narrativ abweicht. Also das ist ja die Methode in den Öffentlich-Rechtlichen, dass man Kritiker nicht komplett ausschließt, aber die Kritik versucht, auf ein solches Minimum zu reduzieren, dass man sie de facto auch gleich hätte weglassen können. Problem für die Demokratie. Dankeschön, Ingo. Liebe 100, mein drittes Argument lautet, die AfD ist kein Problem. Der Typ vorhin hat sich schon geäußert, es wurde nur viel gecuttet. Das ist ja interessant. Also, okay, da muss ich vielleicht mal drauf achten. Die Cuts, die sieht man hier gar nicht stark. Also das wirkt schon alles relativ flüssig. Vielleicht müssen wir wieder lernen, andere Meinungen, abweichende Meinungen auszuhalten. Immer mehr Menschen sagen, ich traue mich gar nicht mehr offen. Warte, eben ein taktisches Argument, jetzt ein Argument für Toleranz. So. Argumentier doch einfach mal damit, dass die AfD recht hat, wenn du auf der Pro-Seite bist. So argumentier doch damit, okay, die AfD, die hat bessere Lösungen als die anderen Parteien und in der Demokratie sollte sie dann offensichtlich gewählt werden. Das wäre doch jetzt eigentlich die starke Antwort, aber die darf ja in der Sendung nicht vorkommen. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht meine Meinung. Ich bin ja selbst kein Unterstützer der AfD, aber in einer neutralen Talkshow, wo man eigentlich beide Seiten gleichermaßen zu Wort kommen ließe, müsste sie so argumentieren. Dann dürfte sie nicht einfach taktisch sagen, ja, ich mag die AfD auch nicht, aber die Demokratie ist so stark, die hält die AfD aus. Oder ja, ich mag die AfD auch nicht, aber ist Toleranz nicht auch ein Wert, an dem wir uns halten sollten? Also vor allem, da sie das Argument ja vorhin schon gemacht hat, als sie einfach so 30% der Wähler ausgegrenzt hat. Meine Meinung zu sagen, und dazu haben wir ein Experiment gestartet. Wir haben Sie am Anfang, bevor Sie hier aufs Feld gekommen sind, gefragt, haben Sie denn eine politische Meinung, die Sie so öffentlich nicht mehr äußern würden? Vertrauen Sie uns die anonym an, schreiben Sie sie auf und wir lesen sie mal vor. Experiment. Eine Meinung, die so nicht mehr offen vertreten würde, ist, ich bin eine AfD-Wählerin seit der ersten Stunde. Anderer, die Überfremdung und die Parallelwelt, dadurch Ghettobildung in vielen Städten in Deutschland. Wenn ich mich über die AfD unterhalten möchte und mehr darüber erfahren möchte, habe ich Angst, dass ich dumm angesehen werde und abgestempelt werde als rechts. Ich bin nicht rechtsradikal, bin aber trotzdem gegen zu viel Einwanderung. Und vielleicht eine letzte Meinung, die nicht mehr offen transportiert wird. Ich finde, dass manche Transgender-Aktivisten ziemlich aggressiv und raumgreifend sind und sich auf Kosten anderer ausbreiten, weil sie sich darauf verlassen, dass sie unangreifbar sind. Das sind einige dieser unsagbaren Meinungen, vermeintlich. Aber es ist ein Trend, dass mehr Menschen sagen, nee, ich traue mich da nicht mehr offen zu stehen.
Ich zeige Ihnen mal dazu was. Das Meinungsforschungsinstitut Allensbach, das befragt seit 1990, seit der Wiedervereinigung. Die Menschen, trauen sie sich ihre Meinung offen zu sagen, ich kann frei reden oder nee, ich sollte lieber vorsichtig sein. Die rote Linie ist vorsichtig, die blaue Linie ist, ich kann frei wählen und reden. Und dann gucken wir uns mal diesen ganzen Verlauf in den letzten 25 Jahren an. Es war eigentlich immer so, dass die blaue Linie ganz weit oben war. Die meisten Leute haben gesagt, klar, ich wohne in der Bundesrepublik Deutschland, hier kann man seine Meinung ganz frei äußern. Dann kommt hier plötzlich ein Knick. Ab 2017. Dann kommt hier Corona. Ja, okay, aber ist gut, dass sie das, dass sie die Statistik mal zeigt, muss ich an der Stelle sagen. Also ich reg mich jetzt auch gar nicht mehr über Kleinigkeiten auf. Das Argument ist ja durchaus richtig. Ein immer größerer Teil der Bevölkerung kann seine Meinung nicht mehr frei sagen, da die staatlichen Repressionen noch immer weiter hochgefahren werden, dass da du deine Ausbildung verlieren kannst, wenn du falsche politische Meinung hast. Das ist ja der Zustand, den wir in Deutschland mittlerweile haben. Da die Gewerkschaften ganz offen parteipolitisiert sind und Propaganda sowohl gegen das BSW als auch gegen die AfD machen. Ohne. Oder die Kirchen oder zahlreiche andere Institutionen. Also das, das ist ja ein Druck, der zum Teil von der Politik kommt, zum Teil aber von diesen ganzen anderen Institutionen, von privaten Unternehmen, die das auch mitfahren und in vorauseilendem Gehorsam immer restriktiver werden. Und dann zum ersten Mal im letzten Jahr sagen mehr Menschen, ich traue mich nicht mehr, meine Meinung offen zu äußern. Und als Menschen sagen, ja, hier kann man frei reden. Ist das nicht ein Problem in unserer Demokratie? Und woher kommt das? Ist es nur so, dass man vermeintlich seine Meinung nicht mehr sagen kann? Oder was ist mit dem Widerspruch? Ist der ein Problem? Und da hat Armin Laschet, der frühere Kanzlerkandidat der CDU, Folgendes gesagt. Wir haben uns angewöhnt, eine Position, die vermeintlich die große Mehrheitsposition ist, zu moralisieren. Ich habe das erlebt bei Corona. Man war auf dem Trip, alles schließen ist gut. Die Menschen, die das anders sahen, wurden in die Ecke gedrängt, als Leugner oder irgendwas. Und ich finde, den Streit müssen wir aushalten. Ich nenne ein letztes kleines Beispiel, wo wir das heute aushalten müssen. Wir sind alle dafür, die Ukraine zu unterstützen, auch mit Waffen. Aber der sagt, ich bin Pazifist und will das nicht, wird aber gleich in die Ecke gestellt, Putin-Troll, Naivling, irgendetwas, und wird aber mit einer moralischen Position in die Unrechtsecke gedrängt. Und das macht den, der anders denkt, noch mal wütender. Dabei lebt, liebe 100, unsere Demokratie von unterschiedlichen Meinungen, von Widerspruch. Und wir müssen doch lernen, auch widersprüchliche und andere Meinungen wieder auszuhalten. Das gilt auch im Rahmen der Gesetze für AfD-Anhängerinnen und Anhänger. Vielen Dank, Anna. Und liebe 100, Sie haben das Argument gehört. Bitte stimmen Sie jetzt ab. Wenn Sie glauben und der Meinung sind, ja, wir müssen wirklich wieder mehr lernen, abweichende Meinungen auszuhalten, dann positionieren Sie sich hier auf der Plusseite der Skala. Und wenn Sie sagen, na, das ist, glaube ich, übertrieben, dann positionieren Sie sich auf dieser Minusseite der Skala oder eben hier in der Mitte bei der Null. Bitte sehr. So. 64 sind diesem Argument gefolgt, 64%, 23 sind es nicht. Und wir haben hier auch durchaus einige in der Mitte, die sich davon haben, nicht so richtig in die eine oder die andere Richtung überzeugen lassen. Fangen wir mal auf dieser Seite hier an. Ja, okay, das kann man, glaube ich, abkürzen. Das überspringen wir jetzt mal. Ja, die Leute sagen, also wir müssen wieder lernen, abweichende Meinung auszuhalten. Das ist ja das Verhalten, was Demokratie überhaupt erst möglich macht. Dass wir jemanden mit einer anderen Meinung nicht gleich als Feind begreifen, den es zu bekämpfen gilt, sondern jemanden, mit dem man halt über seine Interessen reden und verhandeln kann. Also das ist halt diese allgegenwärtige gesellschaftliche Moralisierung, die das unmöglich macht, die Armin Laschet gerade in völlig richtiger Form beklagt hat. Also dass wir den Gegner gleich als moralisch verachtenswert brandmarken, anstatt uns anzuschauen, was er für eine Ansicht hat und darüber dann sachlich zu reden und dann auch zu verhandeln. Also man muss ja nicht über einer Meinung sein, man kann ja einfach verhandeln und schauen, was dann für sich selbst rauszuholen ist bei der eigenen Position. Und das geht halt nicht, wenn man den Gegner als Feind markiert.
überhaupt nicht überzeugen lassen von dieser Position. Das heißt, Sie sagen, es muss aber gewisse Tabus geben und manche Dinge darf man einfach nicht sagen in unserer Demokratie. Auf jeden Fall. Es gab bis vor wenigen Jahren einen Konsens über gewisse Dinge, die man einfach nicht gesagt hat. Ansonsten bin ich der Meinung, wir haben eine absolute Meinungsfreiheit. Aber ich habe das Gefühl, viele Menschen verwechseln Meinungsfreiheit mit Widerspruchsfreiheit. Mhm. Und ich muss halt aushalten, wenn ich irgendwas sage, dass mir vielleicht auch jemand widerspricht. Jetzt eine letzte Runde, Tobias, für Argumente mit dir. Vielen Dank, Ingo. Mein drittes Argument, das ich recherchiert habe, das lautet: Die AfD beschädigt den gesellschaftlichen Diskurs. Das klingt erstmal ein bisschen komplizierter, als es, glaube ich, ist. Ich habe ein paar Beispiele, was ich damit meine. Und weil es jetzt auch um den Umgang mit Fakten geht, wechseln wir kurz das Genre und spielen einen Quiz. Wir werden sie jagen. Gejagt, gejagt ist wahrscheinlich das einzige Quiz, bei dem man gar nichts gewinnen kann. Ich glaube aber, dass es gesellschaftlich womöglich eine Menge zu verlieren gibt. Fragen habe ich aber wirklich. Und die erste Frage lautet: Wer ist denn schuld am Klimawandel? Sie müssen sich noch nicht dazu verhalten. Ich frage es gleich nochmal ab. Oh Gott, oh Gott. Also so ein Zitat von Gauland und jetzt so eine schlechte Imitation von 1, 2 oder 3. Also wir hatten vorhin ja scherzhaft gefragt, ob das ja 1, 2 oder 3 für Erwachsene ist, aber das scheint es jetzt tatsächlich zu werden. Antwortmöglichkeit A, der Mensch, oder B, die Sonne, oder C, der Mond. Ist das dumm? Also ja, natürlich sorgt der Mensch dafür, dass sich das Klima wandelt. Da sind sich alle Wissenschaftler zu 100% einig. Also weil der Mensch auch noch abseits von diesem CO2-Thema natürlich Einfluss aufs Klima nimmt. Wenn man irgendeine Gegend bebaut, dann ändert das beispielsweise die Albedo. Das heißt, es wird mehr Sonnenlicht absorbiert und dadurch wird es in der Region wärmer. Oder durch den Smog, den es dann lokal in der Gegend gibt, wird mehr Wärme aufgehalten und es wird wärmer tendenziell. Beispielsweise, das sind Dinge, wie der Mensch Einfluss aufs Mikroklima in einer bestimmten Region nimmt. Das kann man sich doch nicht ausdenken. Oder wenn man in der Gegend einen Wald abholzt, natürlich ändert sich dann das Klima in der Region, wenn da kein Wald mehr steht. Wälder wirken sogar auf großen Skalen eher erwärmend, da Wälder eine relativ hohe Albedo haben, also relativ viel Sonnenlicht verschlucken. Oder hohe Albedo, habe ich das gerade richtig rumgesagt? Ich will jetzt nicht rumdeletieren, aber und natürlich nimmt auch die Sonne Schuld auf den Einfluss auf den Wandel des Klimas. Also wenn die Sonnenaktivität höher ist, dann ist es tendenziell wärmer. Wenn die Sonnenaktivität geringer ist, dann ist es tendenziell sehr kälter. Und natürlich hat auch der Mond einen Einfluss drauf. Also der Mond ist verantwortlich für die Gezeiten und natürlich haben die Gezeiten, also Flut und Ebbe, auch einen Einfluss auf das Mikroklima, gerade in den Küstenregionen beispielsweise. Also keine von den Antworten ist falsch, die sind alle drei richtig. Was ist das? Also mal abgesehen davon, was das hier für eine infantile Scheiße ist, muss man einfach sagen, die Frage ist quatschig, ist Quatsch. Also man kann jede der drei Antworten wählen und sie wäre richtig. Jetzt gerne kurz Handzeichen. Wer von Ihnen glaubt, A, der Mensch ist schuld? Einer ist schon für den Mars. Am Klimawandel. Gibt es jemanden, der sagt B, die Sonne? Oder jemand, der sagt C, der Mond? Also ganz ehrlich, ich hätte bei allem drei meine Hand gehoben. Ich weiß, dass die Frage nicht so gemeint war. Ich weiß, dass die so infantil gestellt ist, um die Menschen dazu zu bewegen, einfach der Mensch zu sagen und damit zu sagen, ja, ich unterschreibe hier das offizielle Narrativ und alle Folgen, einschließlich der Klimapolitik der Grünen. Also in diese Richtung soll die Frage natürlich gehen. Also das ist maximal manipulativ. Aber wenn man die Frage jetzt einfach nur so, wie sie gestellt wurde, sich anschaut, dann sind alle drei Antworten richtig. Ich würde sagen, die allerüberwiegende Mehrheit, vielleicht fast alle gerade haben A gesagt. Was hört man aber aus der AfD? In dem Interview, das ich Ihnen jetzt gleich kurz zeige, geht es um die globale Erderwärmung. Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne. Der Ozean wird ja nicht warm, weil wir sagen, Ozean wird mal warm oder kalt. Ja, manche von Ihnen haben jetzt gelacht. Man kann es auch kurz witzig finden, aber diese Frau ist eine der prominentesten Vertreterinnen der AfD. Und wir können natürlich darüber streiten, wie wir mit unserem Klimaschutz umgehen wollen, wie weit wir da gehen wollen. Aber der Stand der Wissenschaft ist einfach, es gibt einen Klimawandel und er ist menschengemacht. Und das sagt die AfD.
Das Klima wandelt sich immer und das kann verschiedene Ursachen haben. Und wie hoch der menschengemachte Anteil an der Erwärmung ist, die wir jetzt seit dem Ende der kleinen Eiszeit sehen, das ist gerade eine Frage, zu der wissenschaftlich geforscht wird. Also, ich weiß natürlich, worauf er hinaus will. Die AfD ist wissenschaftsfeindlich. Das soll jetzt das Argument werden. Was das jetzt mit unserer Demokratie zu tun hat, keine Ahnung. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, was für einen Turn er da jetzt noch hinkriegen will, um das zu einer Bedrohung für die Demokratie zu machen. AfD. Der Klimawandel und auch Extremwetter, was auch immer Sie bemühen und instrumentalisieren wollen, ist nicht menschengemacht. Der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Die AfD greift mit sowas halt unser Verständnis von Wahrheit und von Wissenschaft an. Ja, was vollkommen pauschal ist. Mit der Klimawandel, wie gesagt, die Frage ist, was für einen Klimawandel meint man? Das Klima wandelt sich immer. Es ist ja nicht so, dass wir ein konstantes Klima hätten und dann ist plötzlich der Mensch gekommen und dann hat sich das Klima sich angefangen zu wandeln. Wir haben immer einen Klimawandel. Die Frage ist, wie groß ist der menschliche Einfluss darauf? Das ist die Frage, die man sich sachlich stellen sollte. Aber durch diese Infantilisierung hier wird jede sachliche Diskussion natürlich unmöglich gemacht. Wenn es irgendwann nur noch Meinungen gibt und keine Fakten mehr, dann kann man nicht mehr vernünftig miteinander sprechen und diskutieren. Ich habe noch eine zweite Quizrunde. Wir werden sie jagen! Bei dieser zweiten Runde geht es jetzt nicht mehr um verdrehte Fakten, sondern es geht darum, dass die AfD durch immer wiederkehrende Provokationen unseren Diskurs in der Gesellschaft beschädigt. Und entsprechend überspitzt ist jetzt auch die Frage, womit schützt man seine Kinder? A. Mit Fahrradhelmen, B. Mit gutem Kinderfernsehen oder C. Mit Hitlergrüßen? Ich will wirklich gar keine Meldung jetzt haben. Ich will nur auf eine Sache hinaus, nämlich auf dieses Plakat. Das ist ein Wahlplakat von Wilko Möller, der in Brandenburg damit Wahlkampf gemacht hat. Und wenn sich jemand von Ihnen mit so einem ausgestreckten Arm in der Öffentlichkeit zeigen würde, dann würden Sie eine Anzeige in Kauf nehmen. Wilko Möller sagt, es ist total abwegig. Zitat, es ist absurd. Also wer macht einen Hitlergruß mit der linken Hand? Ganz gemeinte Frage. Dass man darin einen Hitlergruß erkennen soll. Trotzdem, die Polizei sieht das anders, ermittelt jetzt gegen ihn und die Plakate hängen auch nicht mehr. Aber auch sowas, darauf will ich hinaus, macht diese Partei zu einem Problem, weil sie damit natürlich Stück für Stück die Grenzen dessen verschiebt, was man sagen, was man zeigen, was man tun kann. Und damit bin ich am Ende. Ich glaube, wenn ich dort als Teilnehmer mitgemacht hätte, wäre das jetzt der Moment, wo ich demonstrativ gegangen wäre. Ja, das hätten sie ja rausgekattet. Also es hätte ja nicht mehr was genutzt. Ja, ich habe ja gerade, also eine schreibt gerade im Chat, die Frau hebt den linken Arm, ich sehe es. Und die heben ihre Arme, um dann ein Dach über den Kindern zu bilden. Das soll die Symbolik da sein. Und wirklich, das ist dieses nach irgendwelchen Nazi-Codes suchen. Also das ist wirklich dieses vollkommen verrückte, antideutsche Vorgehen. Wir wissen schon, dass der, den wir uns da gerade anschauen, Nazi ist. Jetzt müssen wir es nur noch belegen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Beweis. Das Haus vom Nikolaus ist auch ein angedeuteter Hitlergruß. Ja, ja. Dieses Argument, wenn 1 plus 1 nicht mehr für alle Menschen 2 ergibt, wenn also Fakten nicht mehr das ist, dass wir als Basis unserer politischen Auseinandersetzung... USA, unser seliger Adolf, genau. Ein rechtsextremer Code. ...nutzen, dann funktioniert unsere Gesellschaft nicht mehr so, dann ist das gefährlich für die Demokratie. Vielen Dank, Tobi. Und auch zu diesem letzten Argument bitte ich Sie nochmal um die Abstimmung. Wer klatscht Argument. Da? Also wirklich, ich kann mir schwer... Also ich kann mir wirklich schwer vorstellen, dass das hier normale Leute sind, die man irgendwo in der Straße gefischt hat. Also wie gesagt, dass ein Teil irgendwelche Laienschauspieler waren, die man irgendwo gecastet hat, das scheint jetzt schon belegt zu sein, aber das ist jetzt wirklich, wirklich krass. Lautet, die AfD beschädigt den gesellschaftlichen Diskurs. Je mehr sie das glauben, desto weiter stellen sie sich auf dieser Seite in den Feldern auf und je weniger sie das glauben, eben entsprechend auf die andere Seite. Bitteschön. Da schreibt gerade einer, so müssen sich die Menschen in der DDR gefühlt haben. Also ich habe die DDR ja nicht mehr live miterlebt, aber ich würde doch stark anzweifeln, dass die Propaganda im DDR-Staatsfernsehen so infantil war. Also für so blöd hat man die eigene Bevölkerung wahrscheinlich nicht gehalten. Also das würde ich der DDR jetzt noch zugestehen wollen.
88% von 88, Ihnen. Wir haben noch einen Nazi-Code entdeckt. Wir kommen dem immer näher. Sie haben gesagt, ja, die AfD verschiebt den gesellschaftlichen Diskurs. Das ist ein Problem und 10% haben das nicht gesagt. Dann wollen wir doch mal hören, was Sie davon besonders überzeugt hat. Hier stehen eine Menge Menschen sehr weit hier draußen. Mit Ihnen habe ich heute Abend noch nicht gesprochen. Darf ich Sie fragen? Das heißt, wenn immer wieder solche Spitzen gesetzt werden, das zermürbt dann auf Dauer den Diskurs? Absolut. Solche Meinungen kommen ja ständig von der Seite der AfD. Und auf die Dauer ist es einfach unerträglich, das auszuhalten. Und die Argumente, die man hier hört zum Thema Klimawandel und allgemein, das ist einfach zu antidemokratisch. Und ich habe große Bedenken. Der Artikel mit unserer Verfassung sagt irgendwas zum Klimawandel. Bitte zeigen. Was hat der Klimawandel jetzt mit der Demokratie zu tun? Würde ich an der Stelle mal gerne wissen. Dass diese Welle weiter auf Deutschland überschwappt. Im Moment haben wir sie im Osten eher. Wir haben noch eine starke Westseite. Aber auch hier haben wir Einzelfälle, wo die AfD schon sehr stark ist. Aber im Moment habe ich schon auch die Sorge, dass die AfD weiter erstarken könnte und eventuell auch über die 30% im Westen kommen könnte. Und das ist meine Sorge. Die scheinen hier viele zu teilen, deswegen stehen viele auf dieser Seite, der gesellschaftliche Diskurs. Aber ein paar von Ihnen haben sich auch hier in der Mitte aufgestellt und sagen so, naja, so richtig überzeugend tut mich das noch nicht. Darf ich Sie fragen, warum stehen Sie hier auf der Null in der Mitte? Weil es ansonsten möglicherweise gar keinen Diskurs gäbe und viele Themen einfach totgeschwiegen werden würden. Das heißt also, man muss, das ist wieder das Argument, das wir vorhin hatten, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hier und an bestimmte Punkte einfach aushalten. Ja, genau. Dann darf ich Sie vielleicht noch mal fragen, Sie hatte ich noch gar nicht gefragt heute. Das heißt, Sie glauben nicht, dass da die Aussagen von AfD-Politikern oder von Wahlkampagnen den Diskurs irgendwie auch immer in eine gewisse Richtung drehen und beschädigen? Also ich denke, dass die Aussagen, die man gerade gehört hat, Aussagen sind, die man nicht ernst nehmen kann, weil sie für mich jeglicher, sie sind einfach Blödsinn. Um immer zu sagen, na gut, das ist ja eh Blödsinn, das kann man nicht ernst nehmen. Ich glaube, wir überspringen mal das Thema. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Vielleicht kommen wir noch zu sowas wie einer Fazitrunde. Also das Schlussplädoyer. Zu ignorieren, damit schafft so, jetzt habe ich das Schlussplädoyer. Neue an ihrer Eingangsausrichtung und Einstellung verändert haben. Aber bevor wir das tun, haben sowohl Anna als auch Tobi noch mal Zeit für 60-sekündige Schlussplädoyers. Und Anna, du beginnst, du hast das erste Wort. Muss man die AfD gut finden? Nein. Muss man ihre Positionen teilen? Nein. Muss man die Art und Weise, wie die AfD Politik formuliert, gut finden? Absolut auch nicht. Aber ist die AfD wirklich eine Gefahr für unsere Demokratie? Nein. Ich hasse die AfD, aber neues Drittes Reich gründen wird sie jetzt wohl wahrscheinlich nicht. Also das hier ist die Pro-Seite. Das ist ja wirklich genial. Das Rezept gegen die AfD wäre, Probleme zu lösen. Neue Parteien entstehen immer dann, wenn das Rezept gegen die AfD. Ich sage es ja, eine rein taktische Kritik. Eine Kritik im Sinne, ich hasse die AfD ja auch. Aber sollten wir jetzt wirklich demokratische Grundstandards einreißen, nur weil wir die AfD nicht mögen? Sollten wir nicht zumindest mal den Mindestanstand auch gegenüber der AfD zeigen? Sollten wir nicht gewisse Mindeststandards auch gegenüber der AfD beherzigen? Alten Parteien das hinten überfallen lassen und sich nicht darum kümmern, was den Menschen auf den Nägeln brennt. So sind damals in den 80er Jahren die Grünen entstanden. Wenn bestimmte Zuwanderergruppen bei uns in Deutschland häufiger kriminell auffallen als andere, dann muss in unserem Land darüber geredet werden, dann muss man sich das Problem vornehmen und am besten wird es dann auch irgendwann gelöst. Man muss der AfD nicht nach dem Mund reden, aber die Wählerinnen und Wähler zu ignorieren, damit schafft Deutschland ein Problem für die Demokratie. Vielen Dank, Anna. Und jetzt hat Tobias auch noch mal 60 Sekunden für sein Schlussplädoyer. Manche von Ihnen denken vielleicht, es ist kein Problem, wenn die AfD an Einfluss gewinnt, wenn sie vielleicht sogar in eine Regierungsverantwortung kommt, solange es nicht im eigenen Bundesland ist. Aber es gibt in unserer Gesellschaft viele Menschen, die ganz berechtigt Angst vor der AfD haben. Das kann der Kellner. Ja, und es gibt auch viele Menschen, die berechtigt Angst vor den Grünen haben. Leiten wir deswegen Verbotsverfahren gegen die Grünen ein oder veranstalten im Öffentlich-Rechtlichen irgendwelche Talkshows, wo wir darüber diskutieren, ob die Grünen eine Gefahr für die Demokratie sind und verboten gehören? Machen wir das? Nein, machen wir nicht.
Kellner im Restaurant sein, der von der Partei vielleicht abgeschoben werden soll. Oder das Kind mit Behinderung im Dorf, das plötzlich nicht mehr mit anderen Kindern gemeinsam unterrichtet wird oder unterrichtet werden soll. Und einer von Ihnen hat es vorhin sogar gesagt, dieses Haus der Demokratie, das ist. Ja, aber Inklusion an Schulen, das ist ja ein Thema, über das man sachlich reden kann. Inwieweit das eine gute Idee ist, inwieweit das keine gute Idee ist. Ich meine, man hat die Förderschulen ja damals nicht aus Behindertenfeindlichkeit eingeführt. Gebaut haben, das stürzt nicht einfach so zusammen, aber es bröckelt vielleicht einfach schneller, als man so denkt, wenn die AfD weiter an Einfluss gewinnt. Und eins spüren ja viele jetzt schon, nämlich die Aggression, der Hass, Missgunst, der in unsere politische Diskussion eingesickert ist. Und ich finde, das macht unsere Gesellschaft verbitterter, wütender und am Ende auch weniger lebenswert. Und deshalb ist die AfD schon jetzt ein Problem für die Demokratie, und zwar ganz ohne zu regieren. Vielen Dank, Tobias. Vielen Dank, Anna, für eure Schlussplädoyer. Und das Interessante ist jetzt natürlich, wir wollen gucken, ob sich da was verändert hat im Laufe dieser Sendung im Vergleich zu Beginn der Sendung. Und deswegen legen wir mal die Ausgangsposition und jetzt die Endposition übereinander. Und wir sehen, jetzt zum Ende der Sendung haben sich 68%. Ruft uns, also es hat sich gewandelt. Und gleich wird sich sogar noch so ein Laienschauspieler melden und sagen, ja, die AfD ist ein Wolf im Schafspelz. Auf diese Seite gestellt und 28% eben nicht. Also ein leicht verändertes Bild, interessant. Da haben die Argumente wohl zu einiger Bewegung geführt und etwas verändert. Darf ich mal fragen, wer im Laufe dieser Sendung seine Position verändert hat? Da vorne, ja, wo haben Sie sich denn vorhin hingestellt? Ja, also ich war zu Beginn bei der 3, also dass es halt überhaupt kein Problem ist, die AfD halt... Ja. Und diejenigen, die dann nach rechts gewandert sind jetzt, also zur blauen Seite hin, das sind die größten NPCs. Also das kann ich hier, glaube ich, nochmal sagen. Die haben sich nämlich manipulieren lassen. Also ich hatte es ja die ganze Zeit jetzt schon kommentiert. Diese gesamte Konzeption der Sendung war darauf ausgelegt, die AfD als das absolut Böse darzustellen. Und die Pro-Seite, die eigentlich die AfD gut darstellen sollte, die hat dann gesagt, ja, die AfD, die ist schon scheiße, aber so schlimm ist sie jetzt nicht. So schlimm ist sie doch nicht. Wir aus. Wir haben da den Biss und die Ausdauer. Demokratie, ja. Genau. Jetzt denke ich mir, nach dem, was ich teilweise so gehört habe, dass ich halt doch mich bei der 1 eher positioniere und möchte einfach aus irgendwie auch aus Empathie den Leuten gegenüber, die erzählt haben, dass sie eben nach Göttingen gezogen sind, weil sie sich in der Stadt davor nicht mehr wohl. Ja, er hat kein konkretes Beispiel genannt. So wirst du manipuliert. Man nutzt deine Empathie als Waffe gegen dich. So funktioniert Politik. Wenn du dir irgendeinen Bericht irgendeiner politischen Seite anschaust, dann sei dir gewahr, dass die dich manipulieren will in ihrem Sinne, der nicht dein Sinn sein muss. Also, wenn du irgendwelche emotionalisierenden Ansprachen hörst, dann versuch auf Durchzug zu schalten. Wenn du das nicht einordnen kannst, dann versuch einfach nicht zuzuhören. Da will dich jemand erpressen. Du lässt dich erpressen. Gefühlt haben. Thüringen, ja. Genau, deswegen bin ich jetzt einfach hier auf die 1 gegangen, weil das hat für mich dann auch ja, das Zeichen eigentlich darstellt, dass man empathisch auf andere auch eigentlich auf die Argumente eingeht. Alles klar. Vielen Dank für Ihre Positionierung. Ganz herzlichen Dank. Wo standen Sie zu Beginn der Sendung? Ich stand auch hier. Dann haben Sie die Position ja gar nicht so verändert. Nein, aber ich habe meine Meinung ein wenig geändert. Ja. Nämlich? Ja, ich meine, ich weiß, dass die AfD extrem ist, aber ich wähle sie trotzdem und das ist Protestwahl. Ich höre auch immer nur, die fremden Menschen haben Angst. Ja? Es fragt kein Mensch, was wir Einheimischen für Angst haben. Also ich traue mich bei mir zu Hause kommen, hoffe auf die Straße. Da fragt niemand danach. Es geht nur immer um Migration. Haben Sie da mal was erlebt auch oder ist das eher auch eine gefühlte Angst? Also nicht direkt, aber es macht mir Angst, wenn also wirklich Trauben von Menschen entgegenkommen, auch nicht ausweichen. Und wie gesagt, deswegen gehe ich kaum noch auf die Straße. So, und dann gehen wir nochmal hier auf diese Seite, auf die Position, ja, die AfD ist eigentlich ein Problem für die Demokratie. Standen Sie vorhin auch schon hier? Nein, ich stand genau auf der anderen Seite. Also Sie haben... Das soll, glaube ich, ein Schauspieler sein, wenn ich vorhin den Artikel richtig gelesen habe, den mir unsoziale Marktwirtschaft geschickt hatte. Erst gedacht, nee, ich habe völlig gewechselt. Also korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege im Chat. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liegen sollte. Ich glaube, das hier ist jetzt ein Schauspieler, der seine Meinung quasi geändert hat. Weil ich am Anfang viel mehr Vertrauen in die Demokratie hatte
Und jetzt im Laufe der Sendung ist mir deutlich geworden, dass es doch eine Gefahr sein könnte. Der Schauspieler kommt also noch. Also ich habe am Anfang war ich ziemlich... Nee, so weil, das ist ein Schauspieler, schreibt ein anderer, nee, kommt noch. Unbedarft und habe gedacht, das muss, jede Demokratie muss das auch aushalten können. Also es gibt mehrere Schauspieler, deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, ob er hier einer war. Meinungen von der AfD, aber... Ah, hier steht Verwaltungsbeamter, also hier steht gerade nicht, dass das ein Schauspieler war. In der Sendung ist mir eigentlich total klar geworden, dass man diese Meinungen doch nicht akzeptieren kann. Mhm. Darf ich Sie auch nochmal fragen, Sie standen vorhin auch woanders? Vorne auf der 3. Vorne auf der 3. Ja. Auf der Seite, nein, sie ist kein Problem. Die okay, dann muss ich mich korrigieren. Ihr seid alle Schauspieler. Ja, das soll jetzt ein Bürokaufmann sein. Ich bin gespannt. Also sehen Sie hier auf der 3, ja, auf die komplett gegenteilige Meinung. Was hat Sie am meisten überzeugt? Es ist ganz einfach. Ach, bei den anderen Schauspielern steht auch nicht immer Schauspieler. Das ist sehr interessant. Ah. Es wurden schon 15 entlarvt. Viele Laienschauspieler und viele SPD-Grüne-Mitglieder, die auch alle surprise zu Wort kamen. Interessant, interessant, interessant. Also, es ist ja auch schön, dass die ARD hier so ein Verwirrspiel macht. Also. Zu erklären, die AfD ist ein Wolf im Schafspelz. Man weiß nicht, was er vorhat. Aber das hatten Sie vorhin nicht, diese Meinung, diese Position. Richtig. Durch die Sendung, wenn man alles nachverfolgt und dann kommt man da auf andere Gedanken. Deswegen haben Sie sich dann hierher gestellt. Richtig. Ja. Nicht alle hat das so überzeugt wie Sie, aber doch so einige sind auf diese Seite gekommen. Ja, ich würde mal sagen, das lassen wir jetzt erstmal so stehen, denn das war sie, die erste Ausgabe von D100, okay. Was Deutschland bewegt. Ich bin jetzt immer noch nicht, wie gesagt, ich habe, wie gesagt, diesen einen Artikel gelesen, der mir von Unsoziale Marktwirtschaft zugesendet wurde. Ich blende jetzt nicht nochmal ein, aber da gab es wohl einige Schauspieler. Ich weiß jetzt nicht, wer genau Schauspieler war. Da gab es im Chat gerade widersprüchliche Angaben, da halt unterschiedlich viele enttarnt waren, da auch SPD und Grüne anscheinend dabei waren und. Also sehr viel Verwirrung, die ARD hier gestiftet hat. Ich vermute auch, dass diese Verwirrung Absicht war, einfach damit man dann bei den Leuten, die sagen, guck mal, das war ein Schauspieler und dann war es doch kein Schauspieler, damit man die dann in einem Faktencheck widerlegen kann oder so. Also ziemlich mieses Spiel von der ARD, hier so Schauspieler einzusetzen, die dann ihre Meinung wechseln oder bestimmte Statements hier ablassen. Aber ja. Ja, was will man von Öffentlich-Rechtlichen erwarten? Also nochmal Hinweis zu meiner Person. Ich selbst bin kein Anhänger der AfD. Ich persönlich würde bei der Bundestagswahl das BSW wählen, bin aber auch kein Mitglied der Partei. Also ich bin sozusagen parteilos. Aber so eine Propagandaschau, die einzig und allein gegen eine Partei gerichtet ist, also die sollte nicht im Öffentlich-Rechtlichen laufen. Also ganz ehrlich, so dafür sind die Öffentlich-Rechtlichen nicht da und damit liefern sie ihren Kritikern nur ein weiteres Argument für ihre Abschaffung. Also, wie gesagt, ich bin ja auch, also ich bin ja nicht für eine komplette Abschaffung der Öffentlich-Rechtlichen, aber wenn die so weitermachen, dann gibt es kein Argument mehr, diesen Laden hier zu erhalten. Also wenn man das Ganze reformieren würde, wollte, dann müsste man das alles abreißen, so alle Leute, die hier an der Konzeption dieser Show mitgemacht haben, beispielsweise rauswerfen und dann was komplett Neues aufbauen, wenn man das Ganze reformieren wollte. Und das wird immer schwieriger. Also die Öffentlich-Rechtlichen, die scheinen sich in den letzten 10 Jahren nochmal enorm radikalisiert zu haben. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und habt einen schönen Tag.